Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, und zwar zu Skycraft. Und das ist nämlich der neue Name von dem Projekt, dem Community-Projekt. Es gibt jetzt auch endlich wieder eine Folge. Und ja, diesmal werde ich einfach mal mein Haus bauen. Und dafür habe ich schon ein paar Vorbereitungen getroffen vorher. Und ja, außerdem werde ich in der Folge noch ansprechen, warum, also was vielleicht andere Leute noch in dem Projekt machen können, weil mir ein paar gesagt haben, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen. Und ansonsten weiß ich gerade gar nichts. Warte kurz. Ja, okay, passt. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, das Community-Projekt heißt jetzt Skycraft. Ja, was die anderen noch machen können, genau. Und ich habe die Vorbereitung getroffen, indem ich extrem viel Sand geholt habe. Hier, Sand und Sandstein. Und Masse 11 ABB ist übrigens auch da. Und das habe ich zu Glas umgeschmolzen. Und ich habe ein bisschen Holz geholt. So, dann geben wir mal ein bisschen Zeug weg. Und ich hole mir endlich mal wieder einen Bogen. So, der zwar fast kaputt ist, aber egal. So. Ich mach's lieber so. Nein, doch nicht. Ich mach's lieber so. Ja. Was wollte ich denn genau machen? Ja. Kohle, Kohle und Kohle. Und Kohle. Und ja. So. Dann, was wollte ich noch machen? Erstmal hier das so ein bisschen Zeug weglegen. Kannst du schlafen? Ja, ich kann schlafen. Ich bin im Bett. So. Irgendwie lagge ich gerade komisch. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Warum lagge ich? Egal. Jetzt muss er erst alles generieren, deswegen läuft es gerade sehr flüssig. Ah ja, mein Schwert ist kaputt gegangen. Dann muss ich mir kurz ein neues craften. Aus Eisen natürlich, und Essen muss ich mir neues holen. So, nehmen wir hier mal einen Stack Melonen mit. So. Dann machen wir erstmal so ein bisschen Holz und nehmen uns hier das ganze Glas raus. Und es wäre vielleicht auch praktisch, oder? Ach komm, ich mache mir mal eine Eisenaxt. Weil ich das jetzt dann wahrscheinlich brauchen werde. Mache dann. So. Mich nerven hier die ganze Zeit diese Lianen hier. Also warte, ich mache das lieber mal so. Und dann werde ich hier jetzt erstmal einfach eine Glasfront ziehen. Und da werde ich halt noch ein paar Vorkehrungen treffen, indem ich Lianen weggebe und so. Und ja. Also, jetzt kommen wir zu dem, was ihr machen könnt, wenn ihr noch da drin seid im Projekt und ihr nicht wisst, was ihr machen wollt oder sollt. Also, es gibt auf jeden Fall einiges zu tun. Zum Beispiel könntet ihr, wenn ihr Bock drauf habt, ein zweites Haus bauen. Muss man halt nicht. Man könnte auch sein eigenes perfektionieren, und jetzt da wirklich gerade extrem krass. Sprich, wenn ich nach unten schaue, habe ich 20 FPS. Ich weiß, eigentlich ist das sogar gut, aber ich hatte schon oft mehr hier, deswegen hätte ich gerne, dass es auch bei mehr bleibt. Ja, also man kann zum Beispiel ein zweites Haus bauen. So, was gibt's noch für Möglichkeiten? Zum Beispiel, man könnte beim Spawn irgendwie ein Dorf bauen oder noch ein Obsidian-Portal machen.
oder ja, wie gesagt, irgendwas Allgemeines machen oder Brücken bauen. Und was auch sehr wichtig wäre, zum Beispiel, was man tun könnte, ist Kühe. Ich war vorhin schon auf einer Expedition und wollte Kühe suchen, also habe Kühe gesucht und habe einfach keine gefunden. Da war ich irgendwie 1000 Blöcke weit weg, aber wahrscheinlich in der falschen Richtung halt, und habe einfach keine Kühe gefunden. Also Kühe wären eine extrem wichtige Sache für Leder und das brauche ich halt für Bücher, bräuchte man halt für Bücherregale oder sonst was, keine Ahnung was. Braucht jeder halt unterschiedlich. Leder. Oder Lederrüstung. Also, ne? So. Das wären auf jeden Fall mal Sachen, die man... Oh. Wow! Einfach eine Hexe. Und ich höre so einen Trank und denke mir, Alter. Dann höre ich jemanden Schaden kriegen und denke mir, hä? Ich bekomme doch gar keinen Schaden. Und dann sehe ich dich da rumstehen. Naja. Oh Mensch, Axt ist kaputt. Ja, deswegen habe ich die Axt genommen. Also gemacht. So. Ist hier gerade eine Hexe runtergefallen? Sah irgendwie schon so aus, oder? Sind hier sonst noch irgendwas, das stört? Ich habe einmal nichts gesehen. Oje, ein Lag. Naja. So, dann bauen wir uns hier mal gepflegt runter. Und ich lagge, das nervt. Warum lagge ich? Ich hab doch alles wie sonst und da ging's auch ohne Probleme alles. Keine Ahnung. Egal, soll uns nicht weiter stören. Essen bräuchte ich auch noch. Aber das wäre vielleicht auch nicht schlecht dabei zu haben. Ja, also. Hallo. Bauen wir hier mal die Glasfront. Man kann sich in normalen Minecraft nicht mit der Angel treffen. Ich baue es einfach mal so weit außen wie möglich. Man kann dann ja auch noch hier am Rand so ein bisschen was langziehen. Oder ich mach's hier. Glaube ich zumindest. Ja doch, hier sieht das ganz cool aus. Ich kann das ja auch dann hier so ein bisschen rüberziehen auf die Seite. Und ich glaube, ich brauche mehr Glas. Ja, da brauche ich sicher mehr Glas. Sand, komm her. Also Sand, Sand und Sand. So, wenn ich das hier so ein bisschen auf die Seite ziehe. Damit das dann letztendlich hier so abschließt. Ja, das ist gut, glaube ich mal. Ja, so ziehe ich hier jetzt eine Glasfront. Erst einmal. Und ich wette, mein Haus wird so hässlich. Aber naja, damit es schön aussieht, mache ich das dann hier auch noch so. Und ja. Würde ich mal sagen, hoch geht es. So ist eine relativ gute Taktik, um irgendwie wenn man eine Mauer hochzuziehen. Wer es vielleicht noch nicht kennt, immer zwei hochbauen und dann halt die komplette Mauer einmal langziehen. Jetzt habe ich kein Thema, worüber ich reden könnte während der Folge. Bisschen doof. Oh nein, ich hasse es irgendwie, wenn ich nicht weiß, worüber ich reden soll. Das ist voll nervend. Dann labe ich die ganze Zeit einfach nur irgendeine Kacke und so. Könnt ihr mal schreiben, wie
wie ihr das findet, dass jetzt da die Videos immer regelmäßig früher kommen. Sprich, immer um 13 Uhr. Oder könnt ihr mir auch sagen, welche Zeit euch am liebsten wäre. Also, ob... irgendwie, keine Ahnung. 2 Uhr, 1 Uhr, 1 Uhr, 1 Uhr. Also 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 12 Uhr, 0 Uhr. Und ja. Ich habe auch gleich kein Glas mehr. Wie mache ich das dann? Ich glaube, ich mache hier jetzt da so. Und da habe ich auch schon kein Glas mehr. Ja. Da wollte ich MLG machen. Also runterfallen und im Runterfallen dann unter dir Wasser setzen, dass man dann keinen Fallschaden bekommt. Aber da bin ich einfach runtergefallen, bevor ich den Wasserhammer überhaupt im Inventar hatte. Und ich brauche einiges mehr an Glas. Aber genug Sand sollte ich auf jeden Fall haben. Das könnte sich da auch ausgehen. Machen wir es mal mit Holz. Okay, unsichtbare Blöcke, sehr cool. So, jetzt geht das hier so weiter. So. Dann geht das hier wieder. Okay, nee, das reicht nicht. Dann geht das hier jetzt noch eins hier rüber. Reicht nie im Leben. Na egal. Dann so. Ja. Passt doch schon perfekt. Also es schließt komplett ab. Ich könnte auch eine Leiter machen, ich Genius. So, ich glaube, ich mache mir jetzt mal eine Leiter. So. Viel zu viele Leitern, aber egal. Dann bauen wir hier die Leitern, klettern darauf und haben kein Glas geholt, was eigentlich der Sinn war, warum wir runtergegangen sind. Aber wenigstens haben wir jetzt die Leiter. So, jetzt haben wir wieder ein ganz bisschen Glas. Glas. Den Wassereimer haben wir auch zurück. Und gehen jetzt da wieder rauf. Und das Glas wird immer noch nicht reichen. So, machen wir noch eins höher. Weil vielleicht, ich glaub, obwohl, nee, das reicht nicht. Ich wette, das Haus wird urhässlich. Ich bin nur schlecht in Häuser bauen. Ich habe zwar hier nur guten Spot, nur guten Platz für ein Haus, aber meine Kreation, was ich dann reinbaue, wird einfach extrem hässlich. Das wette ich. Dann machen wir mal so. Und wie soll ich das jetzt machen? Schließen wir mal so ab. Ja gut, abgeschlossen auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, glaube ich, mach mal ein paar mehr Öfen. Einfach nochmal hier so aufstapeln. Und geben hier Kohle rein, die ich noch hier drin habe.
Oh, auch nur noch ein Stack. Das gefällt mir nicht so gut. So, 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 so. Ja, so in etwa. Jetzt holen wir uns wieder Sand. Geben alles in die Öfen. Holen noch mehr Sand. Ich hoffe, der Sand reicht vielleicht. Holen uns hier das bis jetzt geschmolzene Glas raus. Und jetzt haben wir hier einmal 6 Stacks Glasbraten. Und haben auch noch 46 Glas. Damit mache ich jetzt hier die Glasfront fertig. Wo ist das nochmal bei Optifine, dass die Connected Textures? Connected Textures transit textured of glass, sandstone and block shape next to each other. Die sind von dem normalen, das jetzt gerade ist, gemacht oder nicht? Hä? Verstehe ich gerade nicht. Warte, ich gebe das mal raus. Aua! Fällt dir ein? So, wo war das? Hier, Connected Textures. Irgendwie ist das Glas nicht wirklich connected, connected, oder? Kommt euch so vor? Also mir irgendwie nicht. Funktioniert irgendwie nicht so ganz. Connected Textures. Passt. Ja, nö, nö. Nö, nö, nö. Warum funktioniert das nicht? Das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Na egal, gehen wir wieder das Texture Pack rein und haben falls so und bauen das jetzt noch schnell fertig. So, hier baue ich das jetzt einfach random irgendwie so, dass es dann halt nach oben irgendwie anschließt. Machen wir es mal so. Wieder ans rüber. Wieder so zwei hoch. Dann hier so. Vielleicht. Vielleicht hier noch. So. Wahrscheinlich reichen die Blöcke jetzt ganz genau nicht. Und sie reichen ganz genau nicht. Fällt keinem auf. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal raufkomme, um das hier zu fixen, aber ansonsten glaube ich, lasse ich das dann hier so. Ist dann nur noch wichtig, was ist das hier? Was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Machen wir hier noch einen Eingang, das ist ja auch wichtig. Der kommt hier so hin. Dann wo soll noch ein Eingang hinkommen? Ich habe keine Ahnung. Wo soll ein Eingang hinkommen? Nein, keine Ahnung. Glas. Komm, ich mach das, den einen Block setze ich da oben jetzt noch schnell in der Folge. Und dann mache ich glaube ich noch hier unten einen Boden hin. Ach, stimmt ja. Muss ich noch einen Glasblock kaputt machen, dass ich das dann machen kann? Nein.
Egal, wir haben ja genug Glas. Vorerst noch. So. Jetzt haben wir schon einmal die eine Glasfront fertig. Jetzt da mache ich mal kurz eben hier so ein bisschen den Boden weg. Wobei, so, hier kommt dann der Boden hin, also hier kommt dann so der Holzboden hin, auf der Höhe hier. Ich werde dann auch noch einen anderen Aufgang hier machen. Also nochmal, wenn ihr nicht wisst, was ihr noch machen sollt, dann Brücken bauen, selber ein zweites Haus oder so bauen, irgendwie was verschönern, irgendwie was Öffentliches bauen am Spawn oder so. Falls ihr nicht wisst, wo das Spawn ist hier hinten, das sind die Koordinaten 300, 400 circa. Ja, 300, 450 circa. Also X 300, Y auch ca. 174 und Z 450. Da einfach was bauen. Für die Allgemeinheit. Und ja, das wäre schön und gut. Und Kühe holen. Also es gibt auf jeden Fall genug zu machen, wollte ich nur sagen. Noch mal kurz ein bisschen was weglegen. Ein Fackeln werde ich wahrscheinlich noch brauchen. Machen wir hier mal ein paar Treppen. Das sollte reichen. Also ich werde mein Haus hier dann so hinmachen. Es wird auch mehrere Etagen haben, weil das wird ja nicht so riesig sein. Nur der eine Raum. Und ich glaube, das Bauen werde ich jetzt da... Also den Boden und die zweite Glasfront werde ich wahrscheinlich offline machen. Aber ich wollte jetzt wieder mal eine Folge bringen und deswegen habe ich jetzt da einfach mal... Und so, hier jetzt eine Folge gemacht, wo vielleicht nicht viel Spannendes passiert ist, aber damit ihr wisst, es geht weiter. Skycraft heißt das Projekt jetzt da. Und ja. Glaube ich. Ich tausche das hier jetzt noch schnell aus. Den Boden. Zumindest hier noch. Hier noch, da und die Blöcke sind unsichtbar. Keine Ahnung, da buggt die 1.8 noch ein bisschen rum. Oder? Ja. Also es wird ja auch bald die 1.8.1 rauskommen und da funktionieren dann vielleicht ein paar Sachen besser. Und ja, habe ich hier den Boden schon mal. Das hier wird dann auch wegkommen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da oder schreibt etwas in die Kommentare. Bis zum... Bis zum nächsten Video und ciao.